Oh, scheiße. Mein Referat über weiße Hosen muss morgen fertig sein. Ich hab noch nichts gemacht. Also gut. Warum siehst du dir keine Pornos an? Oh, warum sehe ich mir eigentlich keine Pornos an? Porno, 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 Taschentuch. Ich weiß nicht. Ich meine, das ist dann wieder mal ein Altenheim, wo ich nicht mehr hingehen kann. Alter, deine Spontanerektionen werden wirklich langsam ein Problem. Das kann man auch anders sehen. Yo, gib mir noch einen vom Stapel von Garys Post. Leute, ihr werdet es nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Bigfoot. Möpse. Nein, ich war drüben bei Garys Haus und habe durch sein Fenster gespannt. Okay. Aha. Und dieser Blödmann liegt krank im Bett. Oh, gut. Dann hat der Dummkopf eben verkackt. Nein, nicht gut. Ihr kennt doch diese köstlichen Baby-Back-Ribs. Also die habe ich aus Garys Ofen geklaut. Was? Die Bazillen von diesem Blödmann sind überall auf diesen köstlichen Rippchen? Dieser Blödmann will uns alle krank machen. So ein Arschloch. Nein, 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 ich darf nicht krank werden. Ich habe doch diese Woche diese eine Sache. Aber klar weiß ich das. Ich habe dir schließlich den Termin gebucht. Oh, Moment mal, Jungs. Ihr wisst doch, ich fahre voll auf Coupons sammeln ab. Wissen wir. So bescheuert. Also? Heilige Scheiße! Voll Wahnsinn! Ja, oder? Mit allen meinen Coupons hat mir der Laden praktisch 7 Cent pro Flasche bezahlt, damit ich diesen ganzen Hustensaft mit nach Hause nehme. Pech gehabt, Gary! Das war's mit deinem Plan, uns alle krank zu machen! Also, was denkst du, wie viel Hustensaft wir nehmen müssten, um uns gegen Gary zu desinfizieren? Ich weiß nicht. Dieses Zeug soll ziemlich stark sein. Leute, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ja, wäre klüger. Also, jeder eine Flasche? Würde ich auch sagen. Wisst ihr, ich habe echt super viele von diesen Rippchen gegessen. Ja, ich auch. Genau. Also noch eine Flasche. Ja, das müsste wirken. Also wenn ich so darüber nachdenke, ich habe mich über eine Stunde lang gegen Garys Fenster gepresst. Ich habe bestimmt viele Gary-Bazillen abgekriegt. Ach du Scheiße, wir haben den ganzen Nachmittag in seiner Post gewühlt. Okay, eine letzte Flasche, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Hau weg das Zeug! Also um mal wirklich ehrlich zu sein, ich finde das Zeug hier schmeckt gar nicht so übel. Ja, schmeckt voll lecker nach Trauben. Und ich brauche echt noch was, um diese Rippchen runterzuspülen. Wisst ihr was? Ich hole uns ein paar Becher und etwas Eis. Dann kommen wir wieder her, zischen noch ein paar Flaschen und planen unsere ultimative Rache an Gary wie zivilisierte Menschen. Dem stimme ich zu. Ist gut. In solchen Momenten wünschte ich, Barbara wäre noch da und würde mir eine heiße Hühnersuppe kochen. Sie würde mich bestimmt nur anschreien. Es klingelt! Oh, wer könnte das denn sein? Jungs? Ich bin verkleidet! Hey, du siehst fuck aus! Dana, Andy, Matt, was ist hier los? Wir sind es, du Nur der klassische, ich trinke den ganzen Hustensaft, weil ich einen Friseurtermin habe. Rachestreich. Verkackt, Gary! Notrufzentrale, was ist Ihr Notfall? Hey, Wanda, ich bin es mal wieder. Oh, hi, Gary. Brauchen die Jungs Hilfe? Ja, schicke besser einen Krankenwagen. Und die Feuerwehr auch gleich. Sucky Gary! Oh Gott, ich bin so krank. Ich fühle mich wie ein Teddybär in der Teddybär-Werkstatt. Oh, ich platze. Mir kommt alles wieder hoch. Ist da jemand? Roy? Oh, ich hätte heute nicht zur Arbeit kommen sollen. Hallo, hallo, Kranktank, Triptank. Hey, Mann, ich bin so ein krasser Typ mit einer freshen Attitude. Ich mach voll mein eigenes Ding. Soll ich mal vorbeikommen? Wir könnten auf unseren Skateboards rumbrettern. Ach, ich weiß nicht, ich bin ziemlich krank. Wir drehen einfach unsere Baseball-Caps um. Mann, mach die Tür zu, ich bin am Telefon. Hab ich dir schon 1000 Mal gesagt. Entschuldige, Mann. Ach, kein Problem. Pass auf, Homie, lass uns doch ein paar Graffiti sprayen unten im Jugendzentrum. Und heute Abend könnten wir voll chillen im... Oh, Oma, hau ab hier. Alle raus aus dem Badezimmer! Ich muss los, aber wir checken dann noch mal später, was läuft. Ich sterbe. Na schön, mein nächster Gast hat gerade ein neues Album rausgebracht. Emoji Hearts. Applaus bitte für die unheimlich talentierte Amber Twinkles. Also, Amber, wie fühlt es sich an, die Nummer 1 Single in den Charts zu sein? Total irre, ey. Vor ein paar Jahren bin ich mit nichts als einem Verlobungsring und einem Traum in diese Stadt gekommen. Jetzt gehe ich auf eine 20-Städte-Tournee. Ich fühle mich einfach so mega gesegnet. Oh, also ich bin sicher, dass es viele Kinder im ganzen Land sehr glücklich machen wird, dich auftreten zu sehen. Ja, aber meine Musik ist nicht bloß für kleine Kinder oder was auch immer. Ich grüße Satan!
Also das kann ich bestätigen. Ich erwische mich manchmal selbst dabei, wie ich deine Hits unter der Dusche singe. Emoji hearts flying at me like the arts. Ich bin nicht so gut. Meine Songs sind nicht für Menschen, sie sind für pansexuelle Roboter-Hundemenschen aus dem Jahr 40.000 nach Christi. Wuff, wuff. Das ist wirklich künstlerisch. Du scheinst geradezu vor unseren Augen erwachsen zu werden, Amber. Das ist es ja gerade. Wenn du berühmt bist, wollen die Leute nicht, dass du dich veränderst. Ich liebe meine Fans, aber ich brauche die Freiheit, entdecken zu dürfen, wer ich wirklich bin. Und wenn das bedeutet, dass ich mich neu erfinde, hoffe ich nur, dass die Leute mich nicht hassen. Das ist großartig, das ist so toll und sonst noch was? Nun, danke für deinen Besuch in der Sendung, Amber. Oh nein, danke für die Einladung. Du bist ein echt netter Mensch. Und kauft bitte alle das Album. Meine Großeltern lieben es und ich denke, das werdet ihr auch. Amber Twinkles, meine Damen und Herren. Ich hab mir was eingefangen. Tier, Auftragskiller. Das wird dich lehren. Verdammt! Das wird dich lehren. Verdammte Scheiße! Steve, was zur Hölle ist dir denn passiert, Mann? Du siehst aus wie ein dampfender Haufen Hundekacke. Boy, bist du das? Komm näher, ich kann dich irgendwie nicht erkennen. Ich glaube, du bist krank, Mann. Du hättest heute nicht zur Arbeit kommen sollen. Ich fühle mich voll daneben. Als wäre ich ein Fantasiegebilde. Ein Konstrukt, das nur existiert, um diese Anrufe zu beantworten und sich mit dir verbal zu messen. Verdammt, Junge, du bist krank. Aber keine Sorge, der alte Roy hat alles im Griff. Na, wo ist es denn? Mal sehen. Aha, hier ist es ja. Das ist mein eigenes, limitiertes, heimgebrautes Wellness-Elixier. Ich nenne es Roy Batassen. Der Scheiß wird dich wieder aufpäppeln, Mann. Und was ist das? Irgendwie holistische Kräuter und sowas? Nee, Mann, nichts von diesem Hippie-Scheiß. Der aktive Wirkstoff ist Petroleum. Und das funktioniert? Runter damit! Schmeckt nach Banane? Das sind die Bananen-Mauams, Mann. Die sind drin, um die Einbalsamierungsflüssigkeit zu überdecken. Gott, hier drin stinkt es ja wie im Gulli. Schon wieder voll der Beutel? Oh, das ist der dritte heute. Mädchen, die zahlen dir nicht genug. Was zum Teufel war das? Oh mein Gott. Dr. Schwartz, kommen Sie schnell, das Codein-Trio wacht aus dem Koma auf. Gott. Alles gut schon, okay. Lassen Sie sich Zeit, ich bin ja hier. Was versuchen Sie zu sagen? Sagten Sie gerade Suck it? Suck it! 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 Ja, es geht Ihnen gut. Meinen Jungs geht es gut. Klingt so, als ob Sie wieder ganz gesund werden. Ich werde auch wieder gesund werden, jetzt, wo du mir eine deiner Nieren spendest. Moment, ich dachte, ich krieg eine deiner Nieren. Suck it, Gary! Das schicke ich Ninja Buddy 08. Die Braut mache ich gleich mal klar. Du stehst doch drauf und guck dir an, wie groß. Oh! Sir! Ja doch, wurde das Ziel gesichtet? Ja, Sir. Der Mafia-Boss Frankie Fingerstink und seine Entourage treffen sich im Teabagger Porzellanladen. Eindeutig eine Fassade für ihr Versteck. Es muss in wahrer Ninja-Manier erfolgen. Schnell und diskret und vor allem leise. Sofort das Entsendeteam entsenden. Jetzt! Sir, es ist schon ein Attentäter vor Ort. Ja, wir haben ihm gesagt, wir machen das, aber er hat sozusagen darauf bestanden. Ja, und zwar auf ziemlich laute Art und Weise. Oh Gott, nein. Na gut, in Ordnung. Kommen wir zur Tagesordnung. Erster Tagesordnungspunkt. Jedem, der erwischt wird, Selfies auf der organisierte Kriminalitäts-Lifestyle-Website zu posten, dem wird ins Gesicht geschossen. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich wette, ihr Spaghetti-schlürfenden Mistkerle fragt euch gerade, was zur Hölle gerade passiert ist, ha? Ja, das erklärt, warum ich gefragt habe, was zur Hölle ist gerade passiert.
Ihr fragt euch, wo ist das Licht denn hin? Warum bin ich plötzlich eingehüllt in Finsternis und werde vom Todesengel gedisst? Warum? Oh, Scheiße. Während der Kerl rumgeschrien hat, habe ich den Lichtschalter gefunden. Also, wo war ich? Ach ja, heimgesucht vom Engel des Todes warte ich in der Dunkelheit darauf vom Größten. Verdammt nochmal. Hey, ich habe die Sandwiches. Wieso sitzt ihr denn im Dunkeln? Heilige! Eure Stunde hat geschlagen! Euch Wichsern geht es jetzt mit meiner kalten Klinge an den Kragen! Warum schreit der so? Ich dachte, Ninjas sind immer ganz leise und unauffällig und so. Ja, dasselbe dachte ich auch gerade. Und warum trägt er fluoreszierende Farben? So erkennt man ihn doch schon von Weitem. Ja, diskret ist was anderes. Ziemlich beschissen für einen Ninja. Ja, ziemlich beschissen. Übrigens, ich bin beeindruckt, dass du das Wort diskret benutzt. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder mehr gelesen. Naja, als Abwechslung davon, Leute mit dem Baseballschläger zu erschlagen und ihnen in den Kopf zu schießen und was nicht alles. Ich will mich weiterentwickeln. Ja, ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Keine Ur... Mein Schwert macht euch alle platt! Ihr seid am Arsch, ich sag euch das! Reimt er? Spricht er etwa Reime, während er redet? Gott, ist das nervig. Das ist locker der nervigste Ninja, den ich je erlebt habe. Naja, ich meine, ist doch der einzige Ninja. Der Tod ist mein Geschäft, Bitch, und das Geschäft... Oh, scheiße, mein Fuß! Ist das dein Ernst jetzt? Dieser Ninja, der scheiß Ninja, stolpert er etwa über Sachen im Dunkeln? Und das Geschäft läuft gut! Ja, und ich bin ziemlich sicher, das ist ein Zitat aus irgendeinem Film oder was sowas. Was willst du tun, wenn ich komme und es heißt Vergeltung? Er hat Hulk Hogan mit Samuel Jackson in Pulp Fiction verwechselt. Ich ertrag das nicht mehr. Du erschießt mich, ich erschieß dich. Abgemacht. Endlich erlöst. Ich hab das Gefühl, ich gehe auf Sonnenschein! Schnall dich an, Kumpel. Es fängt an zu wirken. Gott, ich wünschte, ich hätte einen Vater. Hallo, Triptank. Hey, Steve. Hier ist Coach Craig von der High School. Machst du immer noch deine Liegestütze, Steve? Ich wette, ja. Ich wette, du bist total fit. Ich wette, du siehst aus wie Vin Diesel. Ja, ich sehe aus wie Vin Diesel. Tust du nicht. Du bist ein Lügner. Du warst ein fetter Sack in der High School und du bist bestimmt immer noch ein fetter Sack. Ich wette, dein Körper sieht aus wie 10 fette Schlampen, die sich umarmen. Das stimmt. Das stimmt. Verdammt, Junge. Hab ein bisschen Selbstachtung, Steve. Das Beste, was du je geschafft hast, war eine Klasse zu wiederholen. Also konnte ich dir ein Jahr länger sagen, was für ein fetter Sack du bist. Ja, das war das beste Jahr meines Lebens. Hey, mit wem muss ich sprechen, um eins von diesen Triptank-T-Shirts mit deiner blöden, fetten Fresse drauf zu kriegen? Moment, ich verbinde. Fühlst du das? Was fühlen? Ich bin Shrek. Was? Was? Du hast gerade gesagt, du bist Shrek. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Warum solltest du da stehen und plötzlich sagen, du wärst Shrek? Bist du Shrek? Bist du Shrek? Oh, du musst mir sagen, ob du Shrek bist. Du musst es mir verdammt nochmal sagen, Mann. Ich könnte einen Shrek aus einer Million Meilen Entfernung riechen. Hä? Hier ist Triptank, wie kann ich helfen? Hi, hier ist Dean Salisbury, nicht verwandt. Ich bin der Leadsänger der Band Sally Fields Harry Pussy. Oh, das ist ein toller Bandname. Jedenfalls, wir haben einen Titelsong für euch geschrieben. Den würde ich gern singen. Es geht los. Wir dürfen keine nicht angeforderten... Triptank, frisst den Sack Himmel! Triptank, ihr seid ein Stück Scheiße! Triptank! Triptank! Also, es geht ins Ohr. Darf ich um Ruhe bitten? Ruhe bitte! Beruhigen Sie sich bitte! Nehmen Sie wieder Platz! Wie Sie wissen, belagern gigantische Rieseninsekten unsere Stadt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir die einzigen sind, die noch leben. Beginnen wir mit den wolkenkratzergroßen, gepanzerten, intergalaktischen Kampfspinnen. Unser Expertenteam hat schlüssige Beweise dafür gefunden, dass die Spinnen ziemlich groß sind und mit Augäpfeln bedeckt sind. Um sie zu töten, muss man ihnen in den roten Augapfel stechen, der sich an ihrem Bauch befindet. Sie mit dem doofen Hute. Was ist Ihre Frage? Nein, nicht Sie, die andere. Herr Bürgermeister, haben Sie oder haben Sie nicht Ihre Frau mit Ihrer Friseurin betrogen? Auf diese Behauptung sind wir schon eingegangen. Sie im Piratenkostüm. Ja! Die Friseurin hat sie ihr Deck geschrubbt. Die Welt muss es erfahren. Ich hatte keine solche Affäre. Jetzt zurück zu den apokalyptischen Insekten. Sie mit der kaputten Fresse. Ich habe nie mit einer Frau geschlafen. Ich wollte fragen, ob Sie mir ein paar Tipps in der Richtung geben könnten. Ich werde nur Fragen zur Insekteninversion beantworten. Hat jemand irgendwelche Fragen zu den Insekten? Ist das etwa Ihr Ernst jetzt? Sie, Sir, in der Babyverkleidung. Stehen Sie auf, bitte. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Tut mir leid, das kommt manchmal vor. Das ist, wir wissen von Ihrer Krankheit. Danke, dann fahre ich fort. Wenn Sie ein Riesentausendfüßler wären, würden Sie wilden, geilen Tausendfüßler-Sex haben. Ich bin mir sicher, dass ich das Gebäude zerstören würde, in dem wir uns befinden, denn das ist es, was Tausendfüßler tun. In Deckung, alle Mann, Sie kommen!
Verstehen Sie denn nicht? Wir sind alle tot, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Sie im Hummeranzug. Danke. Früh am heutigen Morgen wurden meine Frau und meine zwei Kinder von den Riesennacktschnecken gefressen. Haben Sie kein Salz auf sie geschüttet? Nein, nicht. Ja, wenn man Salz auf eine Schnecke schüttet, stirbt sie. Oh mein Gott, ich habe so viel Salz und sie sind so groß und sie bewegen sich so langsam. Ich muss das einfach verdrängen. Ein herzliches Beileid. Was ist Ihre Frage? Meine Frau, die in meinen Armen starb. Ihre letzten Worte an mich waren: Ich glaube nicht, dass der Bürgermeister seine Frau betrogen hat. Und dann starb sie für ungefähr eine Sekunde und dann kam sie zurück und sagte: Friseurin! Und dann starb sie wieder, dann wachte sie noch ein letztes Mal auf, dann starb sie so richtig. Da war keine einzige Frage in dem ganzen Monolog, den Sie gerade... Sie haben mich nicht ausreden lassen. Meine Frage ist, hatten Sie diese Affäre? Gott sei Dank! Amerikas Abhängigkeit von hispanischen Arbeitskräften hat ein Allzeithoch erreicht. Da der Notruf 911 inzwischen vollkommen überlastet ist, hat die Zentrale entschieden, einen weiteren, billigeren Notrufservice einzurichten. 811 oder 911 mexikanisch. So ein Scheiß, als ob irgendjemand den je benutzen wird. Au, mein Bein! Hilf mir doch jemand! Mein Gott! Moment. Hallo! Hier ist 911. Hallo, ich hatte einen Unfall. Unsere Leitungen sind im Moment überlastet. Bitte haben Sie etwas Geduld. Was? Ihre aktuelle Wartezeit beträgt 2 Stunden und 59 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn machen? Oh, scheiße, tue ich das wirklich? Okay. Hola. Hallo, ich hatte einen Unfall und brauche Hilfe. Usted necesita ayuda? Sí. Mein Bein ist verletzt. Estamos enviando un equipo a la respuesta del Mesías a su casa. Usted necesita todo lo demás. Nein. Bueno, gracias, señor. Hey, ich bin hier. Ich habe mir das Bein gebrochen. Ich brauche Hilfe. Hey, warten Sie. Ich habe Schmerzen. Können Sie mir helfen, bitte? Kümmern Sie sich noch um... Mein Bein? Kommt irgendwann noch mein Bein dran? Verdammt nochmal! Wow! Moment, wo gehen Sie hin? Nein, bitte! Mein Gott, war das unnötig. Aber so preiswert. Danke, 911 Mexikanisch. Testen Sie 911 Mexikanisch noch heute. Arriba! Tierauftragskiller. Ah ja, wer ist gut in diesem Job? Dieser Typ. Hallo, Trip Tank. Schmort in der Hölle, Trip Tank. Eure Sendung lässt meine Hämorrhoiden aufflammen wie eine beschissene römische Katze. Da haben Sie die richtige Nummer gewählt. Keine Sorge, ich muss nur kurz die Durchwahl finden. Oh, der Schmerz in meinem Polo. Ich verbinde sie. Oh, Roy. Hattest du schon immer Tattoos auf einem deiner Köpfe? Ja, Mann. Roy muss seinen Wurzeln treu bleiben. Reiß dein Gesicht ab. Okay. Schön, jetzt reiß ich meins ab. Bist du stief? Bist du stief? Sieh an, wenn das nicht der berüchtigte 1000-Pfund-Zuhälter Iceberg Huge ist. Ja, was geht, Skinny D? Wie bist du so fett geworden, Pim? Das liegt bei mir in der Familie. Ich komme nach meinem Vater, der berühmte Jazzsänger Eats Domino. Also, Skinny, was willst du? Ich habe einen Vorschlag. Ich weiß, dass du Cola hast und ich krass viel Koks. Lass uns zusammen Geschäfte machen. Jo, würde ich glatt mitmachen. Iceberg Huge. Oh shit, die Bullen! Komm sofort raus und niemandem wird etwas passieren! Scheiße, nein, Bitch! Ihr müsst raufkommen und mich holen! Mann, ich kann kaum meine Arme bewegen! Wie du meinst! Los, Jungs! Was soll das denn, Mann? Wir werden alle verhaftet! Scheiße, nein, ich hab einen Plan B. Götz, welche von euch Nutten gibt mir, was ich will? Wir haben dir deine Kohle gegeben, Pimp. Ich will kein Geld. Ich will 13 Tüten White Castle Hamburger mit extra Käse. Baby, baby! Geht klar, Pimp!
Kopf aufs Pad. Keine Bewegung, Pim! Oh, Bitch, gib mir den halb aufgegessenen Schokoriegel, Nutte. Shit, das tat weh. Das war schlau gemacht, Pim. Jetzt mach dich locker und relax. Jetzt wird gefeiert. Baby, baby. Oh mein Gott. Was war das? Oh, ich glaube, mein Fieber ist weg. Hey, Kumpel, wie fühlst du dich? Ich fühle mich echt schon besser. Das ist gut, Mann. Perfektes Timing. Ich habe gerade die Telefone repariert. Was meinst du? Die Telefone, Mann. Die waren den ganzen Tag lang tot. Nein, waren sie nicht. Ich habe doch den ganzen Tag telefoniert. Oh, scheiße. Das sind die Halluzinationen, Mann. Fieberträume. Du bist auf dem lila Drachen geritten. Wirklich? Ja, und ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Du tust es immer noch. Obwohl deine Methoden etwas unorthodox sind, hast du es geschafft, Frankie Fingerstink und seine ganze Crew auszuschalten. Gut gemacht. Ich habe ihre alten Lehren angewendet, um sie in den Arsch zu ficken. Okay.